Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, wahrscheinlich wartet hinter dieser Tür nicht nur die Proteaner VI, sondern auch unser letztes Gefecht gegen den Unbekannten. Unbekannten. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Na, wir sind hier sogar in seinem Büro. Allerdings ist der Dreckskerl nicht da. Wir müssen die Proteaner VI finden. Shepard. Das ist mein Stuhl. Außer jetzt nicht mehr. Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Ja. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Und was ist er? Was ist der Katalysator und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Es ist nicht zu spät, mir zu helfen. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tiegel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig, während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Sie ändern sich halt nie. Cerberus ist vernichtet. Und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können. Aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss nur wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator. Ach, was für ein Zufall. Die Citadel. Die Citadel? Kann Tiegel und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Aber die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Tiegel hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Tiegelpläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Tiegel nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Warum so geheimnisvoll? Haben Sie es nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Tiegel fertig ist.
Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt! Juhu! Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Ach so, ein Zufall aber auch. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Wir schaffen das Unmögliche. Wir haben das schon mehrmals geschafft, das Unmögliche. Schreiben Sie uns noch nicht ab. Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Tigel zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edi, ich brauche Hackett. Ja. Natürlich, nicht unser so kleiner Cyborg-Ninja ist noch hier. Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Und drauf! Das ist besser als Tessia, mein persönlicher. Oh! Wir erreichen lediglich, dass die Menschheit geschwächt wird. Sie setzen nur Rick-Attack ein. Wir denn wieder die ganzen Schilde runterkloppen, oder? Alles, was sie drauf haben. Wie geht's den Beinen? Erschöpft? Schilde unten. Ganz knapp. Sie sind auf der Citadel. Da kommt schon der nächste. Sie sind auf Tessia geflogen. Ups. So, jetzt hab ich dich. Das war knapp. Gut, dass wir Edi dabei haben. Dadurch greift er die ganze Zeit das falsche Ziel an. Und der ist jetzt auch gleich die Geschichte. Ja!
Der rührt sich noch. Hallo, guck mal jemand nach hinten. Ha, super Shepard. Und jetzt rauf. Ja, und... Das war für Thane und der hat mich aber verdient. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern für zukünftige Spezies. Vielleicht haben Sie Erfolg. Sie haben nicht versagt. Sie haben uns eine Chance gegeben. Und noch sind wir nicht am Ende. Die Erde. Die Citadel. Mal mit ein bisschen anderem Blickwinkel. Also, nächstes Ziel, Erde. Und diesmal geht es den Reapern an den Kragen. Mal gucken. Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber... unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen, so viel wie möglich darüber herauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Wow, dann geht's wohl in der nächsten Runde gegen die Erde. Oder für die Erde. Oder wie auch immer. Allerdings schauen wir uns das erst in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.